Hey liebe Pilgerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Pilgerabenteuer auf meinem Kanal. Ich befinde mich in Lübeck. Das heißt, ungefähr auf der 7. Etappe starte ich heute vom Via Scandinavica bis Lauenburg. Ab Lauenburg kennt ihr den ja schon. Ich war ja neulich auch 4 Tage mit meinem Sohn pilgern. Heute bin ich 4 Tage alleine pilgern. Jede Etappe wird natürlich ein einzelnes Video. Im Hintergrund seht ihr die St. Jakobi-Kirche, dem offiziellen Start in Lübeck. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Elbköppe TV, Urbex Pilgern und Outdoor. Ich würde ja liebend gern mit euch da rein, aber da ist irgend so eine besondere Messe, da möchte ich jetzt auch nicht stören, schade. Aber wir kommen gleich an der Marienkirche noch vorbei, allerdings habe ich nicht viel Zeit heute da reinzugucken, weil ich recht spät starte, wir haben schon 10:30. Den ganzen Weg, den ich gerade vom Bahnhof hierher gelaufen bin, kann ich jetzt wieder zurücklaufen, aber wenn ich so ein Video mache, will ich es auch korrekt und ich will auch immer jede Etappe so laufen, wie sie ist, also jetzt geht's los. Einen dicken Respekt an Lübeck. Überall sind Camino-Muscheln. Also wirklich gut ausgeschildert habe ich bisher auf diesem Jakobsweg keine Etappe gehabt, dass es so gut ausgeschildert ist wie hier. So Freunde, das ist diese berühmte Kirche aus Lübeck. Ich komme jetzt leider nicht darum, da ist Baustelle. Aber von hier aus sieht es ja auch schon schön aus. So, ich renne hier also mitten durch Lübeck. Ja, hier ist überall Essen, Trinken, Einkaufsmöglichkeiten ohne Ende. Davon wird es in den nächsten 2 Etappen leider ein bisschen weniger geben. Aber da habe ich mich natürlich schlau gemacht, wo kriege ich Wasser her, wo kriege ich vielleicht noch mal ein Brötchen her. Sollte alles bis Ratzeburg gut laufen. Na, das ist ja wieder was für meinen Sohn hier, ne? Also Johann, wenn du das siehst, wir müssen hier mal her. Und dann geht es hier tatsächlich direkt weiter. Ist auch die richtige Straße am Pferdemarkt. Also Lübeck, wirklich großen Respekt. Hier wird es noch gepflegt, finde ich gut. Und ausnahmsweise muss ich auch mal sagen, dass der Pilgerführer heute wirklich gut zu lesen ist. Das war ja an einigen Etappen, habe ich echt ziemlich gemotzt, echt nicht so. Aber hier ist es sehr gut beschrieben, also hier kann man sich gut orientieren. Das war in Hannover zum Beispiel gar nicht der Fall, da war das absolut Katastrophe, weil er da 2 Wege beschrieben hat und das brachte einen einfach nur durcheinander. Sogar mit Wegweiser, Freunde. Also verlaufen kann man sich hier wirklich nicht. So ihr Lieben, das ist die Trave. Die kommt sogar aus Bad Segeberg, einem Ort, in dem ich ja lange gelebt habe. Da vorne geht sie weiter und ich glaube, wir müssen da jetzt rein. Also Freunde, man kann sich hier wirklich nicht beschweren. Da ist sogar noch ein Pfeil. Weil in dem Buch steht irgendeine Brücke und ich dachte, es wäre die, aber nein, dann muss es die nächste sein. Und da kommt dann direkt die nächste. Also das ist so genial. Also hier in Lübeck, also nochmal einen großen Respekt, falls jemand das sieht, der dafür zuständig ist hier in Lübeck. Absolute Weltklasse. Muss ich wirklich sagen, hier kann man sich nicht verlaufen. So Freunde, da oben ist die Brücke und der Pfeil weist sogar darauf hin und da drüben ist zur Sicherheit noch eine Muschel. Ach witzig, Freunde, ich teile mir gerade ein Stück mit dem Via Baltica Jakobsweg. Das ist der aus dem Baltikum kommt, also aus Polen, Lettland und Estland und so weiter. Und tatsächlich sind hier 3 Kilometer derselbe Weg. Das finde ich sehr lustig. Das kann natürlich sein, dass der Via Baltica so gut ausgedingst ist und der Via Scandinavica wie immer gewohnt nicht. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es hier einfach 2 Wege gibt. Ich habe jetzt noch ungefähr 1 Kilometer hier an diesem Wasser und dann muss ich auch wieder in mein Heft gucken. Ha, witzig.
Via Scandinavica, schöner Aufkleber, hier auch mit einer Muschel und dem Pfeil. Und da untersteht Via Baltica. Übrigens schon die ganze Zeit Brombeeren, die schön in 1,5-2 Metern Höhe sind, damit ich mir keinen Fuchsbandwurm einfange. Und davon habe ich hier echt genug. Also ich habe schon die ganze Zeit davon gegessen und habe jetzt irgendwie auch gar keinen Hunger mehr. Das ist natürlich auch schön. Spare ich mir mein Essen. So, Freunde, welchen gehe ich jetzt? Ich darf natürlich jetzt nicht den falschen nehmen. Aber hier steht auch, der Scandinavica geht weiter am Wasser und der Via Baltica geht jetzt hier hoch. Ja, schön, dich kennengelernt zu haben, Via Baltica. Wir sehen uns bald. Schön, finde ich irgendwie witzig. Das hier ist so unglaublich gut. Hier bin ich immer noch richtig. Ja. Da ist ein Kreuz, das heißt, pilgern nicht nach oben, sondern hier unten weiter. Hier wird man sogar gewarnt, dass man nicht falsch abbiegt. Das sollte wirklich überall so sein. Ich glaube, das schicke ich mal an die Jakobusgesellschaft. Ich wäre auch gerne bereit, da mitzuhelfen. Das ist so gut hier, wirklich. Ja, ich muss jetzt, habe jetzt glaube ich so 5-6 Kilometer auf der Uhr. Mit dem, was ich heute Morgen schon zum Bahnhof und zur Jakobikirche gelatscht bin, komme ich locker über 10. Ich brauche jetzt definitiv eine Pause gleich. Da werde ich mir erstmal einen schönen Nussriegel und was zu trinken reinpfeifen. Und erstmal mal so 10 Minuten. Das ist auch immer wichtig, dass man sich die Pausen gönnt. Ich wollte nämlich hier schon wieder voll Akkord. Ich muss mich auch zwingen. Das mache ich jetzt gleich. Auf der Wiese. Ich dachte erst, es wäre ein Hund. Da läuft auch irgendwie so ein komischer Vogel. Ja. Ich gehe jetzt vorsichtig dran vorbei. Ich suche ja hier auch immer noch was, wo ich essen kann. Da vorne, glaube ich, setze ich mich jetzt hin, weil ich kann echt nicht mehr. Jetzt gucken wir mal um die Ecke. Ist es noch da? Das guckt mich an und ich gucke es an. Das sind immer die Magic Moments auf dem Camino, Freunde. Sowas genieße ich, sowas liebe ich. Aber jetzt muss ich mich echt hinsetzen. Ich brauche ein bisschen Pause. Ich hau mir jetzt diese drei Riegel rein. Einen zuckerfreien, ohne Zuckerzusatz Corny. Einen Erdnusskrokant. Und hier Sesamkrokant von Alnatura, denn da ist Zucker drin, den ich darf. Ja, ich mache es hier an so einem Sperrwerk, die Pause. Ich denke mal, da vorne muss ich gleich irgendwo links ab. So, hier nochmal die Schleuse von der Seite. Ich kam jetzt gerade von dort. Es ist wirklich schön hier. Und wisst ihr was, Leute, wäre ich 10 Meter weitergelaufen über die Straße, hätte ich eine Bank und auf die werde ich mich jetzt trotzdem noch mal 5 Minuten setzen. Tja, ich habe es heute echt easy. Der Weg geht bis zum Etappenziel an diesem Elbe-Lübeck-Kanal lang. Das ist natürlich perfekt, das ist schön, weil ihr wisst, ich muss ja auch für euch Aufnahmen machen, muss ab und zu mal das Handy rausnehmen, dann immer dieses Buch.
und es nervt schon. Und jetzt kann ich mich ein bisschen auf Aufnahmen konzentrieren und auch einfach mal den Weg genießen. Ich habe hier jetzt auch die Aufnahmen, die ihr seht, die sind teilweise kilometerlang auseinander. Also ich bin schon ungefähr 11 Kilometer gelaufen. Habe jetzt noch so, ja, so 8, 9 Kilometer und dann bin ich auch am Etappenziel für heute. Wobei ich finde, es ist erst 1. Vielleicht laufe ich auch einfach noch schon Richtung Ratzeburg. Ich muss gestehen, ich vermisse mein Kind. Schöner mit meinem Sohn zu pilgern. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Lukas und Marie mal wieder mit am Start sind. Die sind dann nur auf Weltreise. Es ist zwar erst ein Monat, aber kommt mir schon vor lange vor. Und nachdem ich und Lukas halt da die Elbe hinaufgelaufen sind, haben wir für uns ja auch entschieden, da wird einiges kommen. Ja, da wird einiges kommen. Also ihr habt die Tour von Felix und Dings nach in die Türkei gesehen und all so eine Gags. Das sind Dinge, die Lukas und ich auch machen wollen. Und wir haben auch gesagt, ich kann da auch meine Familie mitnehmen. Die müssen ja nicht wegbleiben. Aber es werden richtig gute Sachen kommen und ich freue mich darauf. Ja, weil man kann sich jetzt mal ein bisschen auf sich besinnen. Aber das ist auch immer nicht so leicht. Das fällt mir gerade echt schwer. Das ist ja cool. Das ist so ein Ruderboot oder so. Ja, nee, so ein, wie in Venedig, so ein Bootsmann, der so ein Boot fährt mit so einem Stock. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das Gondelfahrten, eine Gondelfahrt. Herrlich. Ich bin jetzt kurz vor Berkentin, was das Etappenziel laut Pilgerführer ist. Also da werde ich das Video auch beenden. Das ist klar und auch wieder beginnen. Denn ich werde dort nicht bleiben. Ich habe mich jetzt entschieden, gleich am Markant noch was zu essen und Wasser aufzufüllen und dann vielleicht heute noch 5 Kilometer zu machen Richtung Ratzeburg. Dann kann ich morgen in Ratzeburg auch wieder ein bisschen Wasser auffüllen. Das gleiche nochmal in Mölln. Und hinter Mölln werde ich dann nächtigen. Also gut, ich werde jetzt heute Nacht zwischen Ratzeburg und Berkentin nächtigen. Und dann, ja, wie gesagt, hinter Mölln. Dann in Büchen bei Freunden. Und in Lauenburg beende ich das Ganze. Ich muss ehrlich sagen, mir tun extrem die Knie und die Beine, die Füße weh, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Und ich bin wieder heute sehr schnell unterwegs. Ich muss das eigentlich ein bisschen langsamer machen. Aber es kommt irgendwann der Punkt, da willst du einfach nur noch ankommen und mal eine Pause machen. Und diesen Punkt habe ich jetzt. Oh Gott. Ja, Freunde, also ich nehme euch jetzt nochmal mit nach Berkentin. Und schauen wir mal, was es da so gibt. So, Freunde, ich sitze jetzt hier vom Einkaufsmarkt. Ich habe mir jetzt Essen geholt. Und ich werde jetzt einfach essen. Wird soweit aufgegessen. Jetzt mache ich mich auf den Weg. Noch mal so 5 Kilometer und dann muss ich irgendwie einen Schlafplatz finden. Also heute geht es definitiv nur noch im Schneckentempo weiter. Ich habe furchtbare Schmerzen jetzt, nachdem ich Pause gemacht habe. Und ja, jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich hier weiter verfahre, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Freunde, wie cool ist das denn? Das ist ein Spielzeugladen hier. Und da oben steht erstmal ein Trabi mit so einem Aufziehteil. Das ist geil. So, ich dachte ja, das wäre schon Berkentin gewesen bei den Fischen. Aber es geht hier noch weiter rüber zur Kirche.
So Leute, das Etappenziel ist fast erreicht. Da drüben ist die Kirche. Da müssen wir hin. Es sind auch meistens die Kirchen, die das Schlusslicht einer Etappe zeigen. Finde ich auch immer, das ist ein sehr, sehr nettes Ende eines Caminos. Wenn man jetzt sagt, man macht hier oder da Schluss, dann finde ich das immer ganz cool, wenn es dann wirklich irgendwie so eine Kathedrale, Dom und so ist. Es ist ja in Santiago nicht anders. Ne? Deswegen finde ich das ganz cool gemacht hier auf diesem Pilgerweg. So, ich bin am Etappenziel angekommen, Freunde. Ja, mit dieser Kirche im Hintergrund verabschiede ich mich von euch. Ich bin am Etappenziel angekommen, wie gesagt. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Liebe da lassen, kommentieren, lamentieren, abonnieren. Lasst Liebe da. Na, ich werde jetzt zwar noch weitergehen, für euch geht es allerdings erst demnächst dann weiter, im nächsten Video. Ich sag ciao auf Elbkörper TV.